Freue ich mich heute, die Sabine Kunst bei uns zu haben. Die muss noch ihr Mikrofon anschalten, das wird sie gleich machen. Vielleicht, Sabine, sagst du wie immer bei den Referenten ein, zwei Worte zu dir selbst. Ich bin total happy und glücklich, dass wir dieses Thema traumasensitive Achtsamkeit heute sozusagen haben. Das ist ein Thema, das uns auch immer wieder begegnet und beschäftigt, weil es einfach ein Thema ist, sobald man mit Kindern arbeitet, muss man einfach auch sensibilisiert sein für alles, was da noch ist. Und deswegen bin ich total froh, dass du dass du dich bereit erklärt hast, das zu machen hier in der Runde. Und ich freue mich, dass du da bist. Ja, und vielleicht magst du ein, zwei Sätze zu dir sagen, zu Beginn. Dankeschön, Tobias, und herzlich willkommen an euch alle. Jetzt muss ich hier mal meine Sicht umstellen, dass ich euch alle sehe. Es freut mich, dass ihr hier seid. Einige sind mir bekannt, andere kenne ich noch nicht. Danke dem AVE-Institut für die Einladung und danke dir, Tobias, für die tolle und reibungslose Organisation. Ich werde mich vorstellen und kurz was zum Ablauf sagen und dann werden wir uns zusammen einstimmen und dann geht's los. Ja, können mich alle gut hören? Bitte mal kurz. Okay, gut. Also, mein Name ist Sabine Kunst. Ich bin Pädagogin, Sprecherzieherin und Achtsamkeitstrainerin. Ich bin seit mittlerweile 20 Jahren, stehe ich im Klassenzimmer, bin aber keine klassische Lehrerin, sondern bin über den Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprachebereich zur Lehre gekommen, also von der Universität bis hin zur öffentlichen Schule. Da bin ich jetzt an einer Grund- und Mittelschule in Bayern und bin da zur Flüchtlingsbeschulung eingesetzt, wie man das so schön nennt. Bin aber auch so ein bisschen für alles zuständig, was wo's gerade so brennt. Ne? Und das ist ein Standbein und das zweite Standbein von mir ist eben die Achtsamkeit. Ich bin süddeutschlandweit an Schulen überwiegend unterwegs in der Lehrer-, Aus- und Weiterbildung, Achtsamkeits- und Resilienztraining, Kinder-Yoga und so weiter. Ne? Und habe das vor 5 Jahren so richtig gestartet. Da habe ich mir eine Auszeit genommen, war ein Jahr in Nordthailand und habe dort neben einer Aus- und Weiterbildung über Mindful Schools, das kennen vielleicht einige, auch viel bei buddhistischen Mönchen in Thailand, die den Theravada-Buddhismus praktiziert haben, lernen dürfen und habe dort dann Into Pause und The Pause Project gestartet, eben mit dem ich an die Schulen gehe. Genau, so viel zu mir und zum Thema heute. Warum komme ich auf das Thema Trauma? Das hat zum einen mit meiner Arbeit an der Schule zu tun. Nach dieser Geflüchtetenwelle 2015 habe ich in Übergangsklassen gearbeitet und mache das eben bis heute. Und im Sein, im Umgang mit meinen Schülern, sehr viele damals zunächst aus Syrien, bin ich mit diesem Thema einfach immer wieder konfrontiert worden, ja, und habe gesehen, das ist sehr wichtig, es ist mir sehr wichtig. Auch im Zuge des Achtsamkeitstrainings an verschiedenen Schulen ist mir dann aufgefallen, dass bei den Kollegen manchmal gar nicht so das Bewusstsein da ist für das Thema Trauma. Beispielsweise herrscht da oft die Meinung, dass ein Schüler, sagen wir mal der ersten Klasse, der in Deutschland geboren wurde, dass der ja nichts hat, ja, dem fehlt nichts, denn der ist nicht im Krieg geboren, der ist hier geboren, dem geht es ja gut und das ist eben unter Umständen nicht so und deswegen ist mir das ist wichtig, heute so einen kleinen Impuls zu geben. Und das zweite Thema ist ganz aktuell einfach auch diese Corona-Situation. Ich habe da vor ein paar Monaten selbst in meinem Umfeld, bei mir selber und auch an unserer Schule gemerkt, da ist ganz schön was in Bewegung jetzt. Da kommen Themen hoch, Ängste entstehen, Unsicherheiten. Es war also für mich auf der einen Seite wunderbar, wie ein riesiges Übungsfeld zum Thema Achtsamkeit. Also mal wirklich
wirklich in der Praxis mit allem, was dazugehört. Und ja, genau. Und vor diesem Hintergrund soll das heute eben ein Impuls sein, dass dieses Thema uns alle angeht. Und ich wünsche mir, dass ihr vielleicht rausgeht, dass ihr was mitnehmt und vielleicht auch Lust auf mehr habt. Genau. Ich werde kurz was Theoretisches sagen zum Thema Trauma. Dann werde ich eine Übung anleiten in der Gruppe. Und dann werde ich euch in Breakouts schicken, in kleinen Gruppen von, wie gesagt, nicht mehr als 3 Personen. Und da gebe ich euch auch noch mal eine kleine Übung mit auf den Weg. Die könnt ihr dann auch im Alltag gut anwenden. Und dann könnt ihr euch austauschen in der Gruppe. Und am Schluss kommen wir noch mal zum Abschluss im Plenum zusammen. So sieht es aus. Ja? Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen uns mal kurz Zeit, um hier richtig anzukommen. Bei den Schülern nenne ich das immer Mini-Urlaub. Ich habe auch meine Klangschale dabei. Und ich setze die Einladung an euch, euch es nochmal bequem zu machen. In eurem Sitzplatz. Ihr dürft auch gerne stehen, so wie es für euch bequem ist. Das ist jetzt nur eine kurze Übung zum Ankommen. Gerne die Augen schließen. Wenn es gerade nicht so angenehm ist, dann einfach vielleicht Richtung Schoß gucken, Richtung Füße. Und dann nimm vielleicht das Sitzfleisch nochmal von der Seite her weg und spür die Sitzknochen richtig auf deiner Unterlage, wenn du sitzt. Schließ die Augen, wenn es sich gut anfühlt. Mal kurz den Kiefer checken. Der darf jetzt loslassen. Und die Schultern dürfen nach unten sinken. Und das ganze Gewicht des Körpers darf über die Fußsohlen in die Erde abfließen. Ich spiele jetzt gleich den Ton der Klangschale und wenn der verklungen ist, wenn deine Ohren das wahrnehmen, dass er nicht mehr klingt, dann darfst du eine Hand nach oben heben und die Augen in deiner Zeit öffnen. So, gut. Und was ich noch erwähnen sollte, vielleicht, ich habe, weil mich das Thema Trauma so interessiert, 2018 dann begonnen mit einer Ausbildung zum Somatic Experiencing Practitioner. Das ist eine Methode, eine körperorientierte Methode. Zur Verarbeitung von posttraumatischem Stress. Und darauf basiert einiges, was ich euch heute Abend auch erzähle. Zur Definition, was ist Trauma? Trauma ist nicht das Ereignis, also der Unfall ist nicht das Trauma, sondern das Trauma, das steckt im Nervensystem. Im Körper. Ja. Und das ist ganz unterschiedlich,
bei jedem von uns. Was bei Person A zu einer Traumatisierung führen kann, muss nicht zwangsläufig bei Person B zu einer Traumatisierung führen. Das hängt immer von den verschiedenen Voraussetzungen ab, die wir haben, von der Umwelt, von unserer Bindung, von unserer Traumageschichte und so weiter, von den Ressourcen, die wir haben. Also Trauma ist im Körper und ist eine Regulierungsstörung. Ja, da ist ein Verlust von Beweglichkeit, findet da statt. Es ist auch, man definiert es auch so als Bruch im Kontakt. Das ist ganz wichtig im Umgang mit Menschen. Also das ist, da bricht der Kontakt zu mir selber. Es kann also sein, beispielsweise, dass ich mich in bestimmten Situationen nicht spüren kann, nicht wahrnehmen kann und auch zu meinem Umfeld. Das ist ganz wichtig, ne? Also Kontakt kann in bestimmten Situationen dann schwierig werden. Es fehlt auch die Orientierung. Und bevor ich es vergesse, erwähne ich das gleich. Was ganz wichtig ist bei Kindern, gerade bei kleinen Kindern, wenn die hinfallen, dann ist so der Impuls des Erwachsenen sofort hinzulaufen und denen aufzuhelfen. Und da ist man eigentlich angehalten, ein bisschen zu warten. Denn wenn, also wenn es jetzt kein dramatischer Sturz ist natürlich, ne, aber wenn die jetzt einfach nur am Spielplatz hinfallen, dem Kind mal kurz ein paar Sekunden Zeit geben, dass es sich selber wieder orientieren kann. Denn das Nervensystem kann das. Ne? Wenn wir hinlaufen und das Kind sofort hochheben, dann wird es unterbrochen. Das mal am Rande. Genau. Also es ist so ein Bruch im Kontakt. Es ist auch eine Fixierung. Wir haben normalerweise, wenn ich nehme mal diese Hoberman Sphere, unser Nervensystem hat einen ganz natürlichen Rhythmus. Ne? Also von Expansion und dann Zusammenziehen wieder, Kontraktion. Ja? Und das läuft ganz normal so ab. Ja? Man kann das auch, es gibt auch diese Kurvendiagramme, ne? Also die sympathische Aktivierung, der Herzschlag geht nach oben und die parasympathische Aktivierung dann, das ist die Ruhephase. Das passiert normalerweise ganz regelmäßig und natürlich. Und beim Trauma passiert eine Fixierung. Also da bleibt man quasi stecken und da ist diese Beweglichkeit nicht mehr ganz gegeben. Ne? Das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich, aber das ist wichtig. Also es wird dieses dynamische Gleichgewicht, das wird irgendwie gestört. Ne? Was kann jetzt ein Trauma verursachen? Also das sind ganz unterschiedliche Ereignisse, also von Stürzen über Unfällen bis hin zu Sachen wie Vergiftungen, medizinische Traumen gibt es auch durch eine Narkose beispielsweise. Dann gibt es natürlich Situationen, in denen jemand kurz vorm Ersticken war. Ja? Und dann gibt es auch natürlich Ereignisse bis hin zu sexuellem Missbrauch, emotionalem Missbrauch, Vernachlässigung und so weiter. Also das ist mal wichtig. Das können auch ganz unscheinbare kleine Sachen sein. Ne? Das kann ein Sturz von der Treppe sein, beispielsweise. Und eben auch, wie vorhin schon erwähnt, pränatal, also wenn die Mutter während der Geburt viel Stress hat, wenn die Mutter beispielsweise während der Geburt oder vor der Geburt, während der Schwangerschaft in einem Kriegsgebiet ist, dann hat das durchaus Auswirkungen auf das heranwachsende Kind. Ja. Dann gibt es auch ganz spannende Sachen wie transgenerationales Trauma. Also unser Nervensystem hat ganz viel gespeichert. Ja. Das einfach nur so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Man sieht es nicht alles. Genau. Gut. Was auch ganz gut ist, und das, manche kennen das vielleicht, das benutze ich auch für die Kinder und den Kindern zu erklären. Wenn ich die Achtsamkeit einführe, das Achtsamkeitstraining, dann spreche ich von Glitzer, den wir im Kopf haben oder natürlich auch im Körper. Ich fange aber immer mal mit dem Kopf an. Und es ist sehr einleuchtend und es ist ein sehr schönes Bild. Und das kann man auch für das Thema Trauma
verwenden. Also wir haben hier dieses Glitzerglas und manchmal haben wir ganz viel Glitzer im Kopf. Ne? Und der wirbelt und tanzt dann ganz wild umher. Und was passiert ist, wir können vor lauter Glitzer gar nicht mehr klar sehen. Also wir können da nicht durchgucken. Ne? Man kann nicht klar sehen, nicht klar denken. Und wenn wir dann zur Ruhe kommen, beispielsweise durch eine Achtsamkeitsübung, dann geben wir unserem Nervensystem die Möglichkeit, sich zu regulieren ein bisschen. Dann kann der Glitzer nach unten sinken und wir sehen wieder klarer. Und das Bild kann man auch, kann man sich immer wieder vor Augen führen. Also wenn eine Traumatisierung da ist, dann ist es ganz oft so, dass das kleine Nervensystem aktiviert ist. Dann haben die automatisch Schwierigkeiten, präsent zu sein tatsächlich, am Unterricht oder teilzunehmen oder egal, vielleicht sitzen hier auch Eltern, die das bei Tätigkeiten zu Hause mit ihren Kindern feststellen, das ist auf alles übertragbar. Genau. Wie erkenne ich Trauma bei einem Menschen? Also da ist es egal, ob es jetzt bei Kindern ist oder bei Erwachsenen, bei Teenagern, ganz unterschiedlich. Wenn das Nervensystem, wenn eine Überaktivierung im sympathischen Bereich vorhanden ist, dann eben durch Anspannung. Ja? Die Gesichtsfarbe verändert sich, vielleicht ist hochroter Kopf, ja, oder sehr hohe Schreckhaftigkeit beispielsweise, ja, sehr hohe Aktivität. Aber auch das Gegenteil, also der Organismus kann auch parasympathisch aktiviert sein, das heißt heruntergefahren, ein schlaffer Muskeltonus, ja, Schlappheit. Vielleicht scheint, wenn ich jetzt mal von einem Schüler ausgehe, der eher apathisch, abwesend. Ja. Das hört man öfter, wenn man von Fällen, zum Beispiel von Amokläufen in amerikanischen Schulen, ne, sage ich jetzt mal, hört, dann berichten Zeugen oder Menschen, die eben an dieser Schule waren, oft davon, dass der Täter ganz unauffällig war und ganz ruhig. Ne? Das sagt eben nichts aus über das, was dahinter steckt und was da in dem Nervensystem alles los ist. Also das einfach nochmal als Erinnerung. Und grundsätzlich ist es so, wenn jemand abwesend ist, dissoziiert dann zu bestimmten Zeiten, dann ist das eine Überlebensstrategie. Dann kann der auch nur so zu dem Zeitpunkt überleben. Das ist also wichtig, Mitgefühl zu haben. Egal, ob es der Kollege ist oder der Partner, die Freundin oder die Kinder. Genau. Also das Verhalten kann sowohl als passiv wahrgenommen werden von außen oder auch als störend, in Anführungszeichen. Diese Kinder können dann auch wegen dieses Bruchs im Kontakt auch Kontaktschwierigkeiten haben, möglicherweise. Haben Schwierigkeiten, sich selbst zu regulieren. Natürlich. Genau. Jetzt möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie wir solche Schüler unterstützen können. Was die also brauchen. Und wenn ich von Schülern spreche, dann meine ich alle, ich weiß jetzt nicht, in welchen Bereichen ihr genau tätig seid, aber dann meine ich alle Kinder und Jugendliche bis hin zu Erwachsenen, mit denen ihr zu tun habt. Zum einen ist es mal wichtig, der Grund für die Traumatisierung ist eigentlich gar nicht so wichtig für uns. Es ist immer gut, Hintergrundinformationen zu haben, aber wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass die oft gar nicht bekannt ist. Also die Eltern wissen es oft auch nicht, die Schüler wissen es oft nicht. Der Beziehungsaufbau ist ganz wichtig und ja, und damit, ich beschreibe das gern als echtes Interesse, als echte Präsenz. Ne? Jeder Mensch möchte gesehen werden. Und so eine wahre Präsenz und so ein echtes Interesse kann wirklich heilsam sein, ne? Für uns alle. Und wenn es auch nur kurze Momente sind am Tag.
Eine Lehrerin von mir hat mal gesagt, wenn du einen Menschen siehst, versuch den nicht mit so einem fokussierten, penetrierenden Blick zu durchbohren, sondern versuch den mal mit einem sanften, weichen Blick allumfassend wahrzunehmen. Den ganzen Menschen in seinem Sein. Und das finde ich für mich, das ist ein schönes Bild. Ja? Dann werde ich auch weicher und es lädt mich ein zum nächsten Punkt, auf den ich komme, zu diesem Blick zwischen den Zeilen. Ja? Also nicht nur das Verhalten sehen des Kindes, sondern zwischen den Zeilen zu lesen. Was ist da womöglich los? Ja? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Ich nenne es jetzt mal Störungen, wenn die auftreten, das sind ja eigentlich immer der Wunsch nach Kontakt. Ja? Warum braucht dieser Mensch Kontakt? Was fehlt dem gerade? Und was ich ganz spannend finde in meiner Arbeit mit den Schülern, ich frage die ganz oft selber, egal wie alt die sind. Ich frage die, ich nehme die zur Seite und in einem ruhigen Moment und frage die, was brauchst du denn jetzt? Und ich finde es immer wieder überraschend, wie genau die das wissen und benennen können. Dann eine sichere Umgebung ist wichtig. Im Raum und auch im Umgang miteinander, mit den Klassenkameraden, also beispielsweise durch Gesprächsregeln. Na, was geht nicht? Traumatisierung hat auch immer mit Grenzverlust zu tun. Also da, die kennen oft ihre Grenzen nicht oder es werden Grenzen überschritten. Und das kennen wir eigentlich alle. Also ja, jeder von uns hat irgendwie eine Traumatisierung, sei sie jetzt klein oder groß und hat schon mal das Thema Grenzen auch gehabt. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich sicher fühlt. Dann von der Klassenzimmermanagement-Seite her ist Beständigkeit ganz wichtig. Dass ich in meinem Handeln, in meiner Präsenz so beständig wie möglich bin für die Schüler. Ganz wichtiges Thema ist da auch der Stundenwechsel. Also alles, was schnell gehen muss, kann solche Kinder wirklich aus dem Konzept bringen. Also da aufs Zeitmanagement achten, das ist einfach unsere Aufgabe. Das brauchen die. Da brauchen die Raum. Also kann man sich auch wieder so vorstellen, die brauchen einfach einen Raum, sonst kommen die total in die Enge und in die Verkrampfung. Genau, dann natürlich Ressourcenarbeit. Das sollte man eigentlich immer machen. Also der Frage auf den Grund gehen, was kann ich denn eigentlich? Worin bin ich gut? Das mit den Kindern erarbeiten. Was unterstützt mich? Darauf immer wieder eingehen. Und dann ein sehr wichtiger Punkt, wenn nicht der wichtigste im Bereich Achtsamkeit generell, und das ist die Koregulation. Also das ist meine Arbeit, meine Präsenz, meine Selbstregulierung. Das heißt, wenn ich ins Klassenzimmer gehe, und nicht bei mir bin, mit dem Kopf woanders, dann spüren das auch die Schüler. Ja? Unsere Nervensysteme gehen miteinander in Kommunikation, die gehen miteinander in Resonanz und das ist spürbar. Und egal, ob ich jetzt zu Hause mit meinem Kind bin oder mit mehreren im Klassenverband oder in einer Kinderhortgruppe und so weiter. Meine Präsenz und meine Regulierung ist ganz zentral. Ja? Wenn ich merke, da gerät was ins Wanken, da fängt das Chaos jetzt an, die Suppe fängt an zu brodeln um mich herum, erstmal wieder zu mir kommen und regulieren. Ja? Also da auch wieder an den Kontakt denken. Ich kann den Kontakt zu den Schülern erst dann aufbauen, wenn ich den zu mir selber aufgebaut habe. Dieser Kontakt und diese Grenzen, und mit Grenzen meine ich auch eine Klarheit in meiner Struktur, in meinen Regeln,
Das, was ich von dem Klassenverband abverlange, unsere Gesprächsregeln, unsere Ablaufregeln, die geben Sicherheit. Und das ist ganz wichtig, ganz zentral bei diesem Thema Traumatisierung. Das ist generell wichtig. Es gibt uns allen Strukturen Sicherheit, aber ganz besonders für solche Schüler. Gut. Und dann möchte ich noch kurz das Achtsamkeitstraining. Also wenn ihr solltet ihr Achtsamkeitsübungen speziell oder Kinderyoga mit den Schülern machen, möchte ich kurz noch darauf eingehen. Traumasensitiv heißt auch da wieder einen sicheren Raum gestalten. Also sowohl lokal, räumlich, als auch emotional. Über die Beziehung, über bestimmte Regeln. Und was da ganz wichtig ist, ich habe es vorhin bei unserer kleinen Übung als Alternative angegeben, das sind die Augen. Die Kinder nicht, also generell, ich zwinge die nicht, die Augen zu schließen. Das ist ganz wichtig, denn wenn die Augen schließen, dann verlieren die Orientierung. Und ein Kind, das traumatisiert ist, muss sich orientieren können. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Gerne die Schüler, ermutige die immer, die Augen zu schließen, ne? Weil das auch schön sein kann. Das ist am Anfang immer ungewohnt. Die sagen dann, komisch, mache ich doch eigentlich nur, wenn ich ins Bett gehe. Aber die genießen das auch mit der Zeit. Und gleichzeitig wirklich sensibel sein und gucken und schauen, für wen ist es nicht so gut. Ne? Sieht man dann manchmal, da bibbern dann auch die Augen. Manchmal brauchen die Kinder auch nur ein bisschen, aber das Gefühl kriegt ihr ja dafür, das habt ihr ja. Der zweite Punkt wäre Bewegung zulassen. Also manchmal wird es ja verwechselt, Achtsamkeitsübungen mit Stillsitzen, das ist es eben nicht. Also darf man auch üben, aber das ist nicht unbedingt förderlich für jemanden, dem es dann zu eng wird und für den auch Stille vielleicht eine Qual ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Also auch, ich gebe den Kindern immer den Raum, sich erstmal dran zu gewöhnen. Ja? Das heißt, wenn ich mit einer Gruppe arbeite und wir werden dann ruhig und dann merke ich, da gibt es eine oder einen, der hat jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Ich spreche die Kinder nie einzeln an. Ich spreche immer ruhig die ganze Gruppe an, mit Verständnis, dass es jetzt gar nicht so leicht ist, sich an diese Stille zu gewöhnen, und habe auch im Hinterkopf, womöglich kann das für den einen oder anderen wirklich in Anführungszeichen eine Qual sein. Je nachdem, was da an Traumageschichte da ist. Man muss sich nur vorstellen, Stille kann auch die Ruhe vor dem Sturm bedeuten. Ja? Also das bitte einfach das ein bisschen ins Bewusstsein rufen. Genau. Warum ich auch die Gruppe immer als Ganzes anspreche, weil ich nicht möchte, dass sich da ein Einzelner ertappt fühlt oder irgendwie bloßgestellt. Ja? Das macht auch wieder was mit der Bindung und dem Kontakt. Da geht dann so eine Wappnung hoch. Ja, das könnt ihr mal drüber nachdenken, wie das für euch wäre. Ja? Wenn ich jetzt hier einen Namen nennen würde und sagen, hörst du auch gut zu, dann macht man zu. Ne? Also dann geht man wieder von der Öffnung, geht man vielleicht kurz in diese Erstarrung. Ja, genau. Das wäre es jetzt schon. Zu meiner Theorie, jetzt werfe ich mal einen kurzen Blick als Orientierung, super, wunderbar, auf die Uhr. Guck mal kurz, ob ich noch was vergessen habe. Nee. Ich werde jetzt eine Übung mit euch machen. Die dauert ein bisschen länger. Da möchte ich mal dieses Pulsieren, diesen Raum, der vielleicht weiter wird und auch mal enger, mit euch ein bisschen erkunden. Auch so Grenzen,
erkunden. Und das ist jetzt eine Übung, die machen wir gemeinsam. Und danach gehen wir in die Breakouts, in die Kleingruppen. Und da leite ich vorher noch eine kleine Übung an, so einen kleinen Check-in, wie so eine Spurensuche. Und ich sage da gleich was dazu, weil ich es vielleicht nachher vergesse. Das ist eine Übung, die kann man ganz gut machen. Die wurde mir mal empfohlen auf dem Weg ins Klassenzimmer. Kann man aber auch auf dem Weg in die Arbeit oder ins Kinderzimmer, wenn man die Kinder aufweckt in der Früh, machen. Und zwar dauert es von 10 Sekunden bis zu einer Minute nur. Das ist also wie so eine Inventur. Wie geht es mir gerade? Was nehme ich also schon an Päckchen mit ins Klassenzimmer oder wo auch immer ich hingehe? Um mir einfach dessen bewusst zu sein, dass dann, sollte es mal turbulent werden, ja, wir kommen ja dann oft selber in die Verkrampfung und sind genervt und projizieren dann so unsere Enge, unser Unwohlsein auf unser Umfeld. Egal, ob es jetzt der Partner ist, die Freundin, die Kinder. Und das ist immer ganz gut, das zu machen. Also auch, wenn man abends auf eine Party geht. Mal kurz zu schauen, wie geht es mir, was ist gerade los? Und dann damit in Begegnung mit den anderen zu kommen. Das machen wir aber nachher, das erkläre ich nochmal genauer, vor diesen Breakouts. Ja? Gut. So, jetzt zu unserer Raumübung. Da lade ich dich ein, eine angenehme Position zu finden. Das kann auch liegend sein. Ja? Also sitzend, liegend. Wer das Bedürfnis hat, sich zu strecken und sich hinzustellen, gerne. Die dauert jetzt ein paar Minuten, aber nicht zu lange. Ja, vielleicht 5 Minuten. Und gerne die Augen schließen. Und dann nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und einen langen Atemzug durch den Mund aus. Und nochmal tief durch die Nase ein. Und aus. Und ein letztes Mal einatmen, kurz halten und aus. Erlaubt den Schultern zu Boden zu sinken. Spür die Füße im Kontakt mit dem Boden oder wo du auch gerade sitzen oder liegen magst. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf dem dir gerade innewohnenden Rhythmus. Gegeben durch deine Atmung. Nimm wahr, mit jeder Einatmung kühle Luft durch die Nasenlöcher einströmt und wie mit jeder Ausatmung wärmere Luft wieder entweicht. Und vielleicht nimmst du wahr, wie dein Brustbein oder dein Bauch sich mit jeder Ein- und Ausatmung hebt und senkt. Vielleicht nimmst du auch deinen Herzschlag wahr, als weiteren Teil dieses dir innewohnenden Rhythmuses.
Ein Pulsieren. Und vielleicht gibt es einen Ort in deinem Körper, der sich jetzt im Moment weit anfühlt, in dem ein bisschen Raum entstehen darf. Vielleicht nur ein wenig Raum, vielleicht sehr viel Raum. Und du nimmst es wahr. Nimmst wahr, wie sich dieser Raum womöglich verändert. Und während du diesen Raum in dir wahrnimmst, lade ich dich ein, mit der Aufmerksamkeit nur ganz leicht, so als würdest du mit den Zehenspitzen in einen Fluss oder in einen See tippen. Ich lade dich ein, diesen inneren Raum wahrzunehmen und dabei ganz leicht in Kontakt mit dem Raum um dich herum aufzunehmen. Da ist dieser Raum in dir und da ist dieser Raum um dich herum. Und da ist der Atem. Sind Bewegungen im Körper. Das sind vielleicht auch Stellen, die sich etwas enger anfühlen, und das ist in Ordnung. Und immer wieder nimmst du die Weite wahr, den Raum in dir. Und um dich herum. Und während du diese beiden Räume wahrnimmst, schau mal, ob du die Grenze zwischen diesen beiden Räumen spüren kannst. Grenze zwischen innen und außen. Vielleicht deine Haut. Und du bist einfach nur damit, du nimmst es wahr. Lockerst immer wieder deinen Kiefer. Und dann lade ich dich ein, eine Hand oder beide auf das Herz zu legen oder das Brustbein. Wenn du möchtest, die zweite Hand entweder oben drauf oder beim Hara, das ist unterhalb des Bauchnabels. Und du spürst deine Hände am Körper. Nimmst den Raum in dir wahr.
den Raum um dich herum und den Kontakt deiner Hände zum Körper und zu dir. Wenn du gleich den Ton der Klangschale hörst, dann ist es die Einladung für dich, in deiner Zeit langsam die Augen zu öffnen, wenn sie geschlossen waren, und wieder in unseren virtuellen Raum zurückzukehren. Ja, ich hoffe, ihr konntet sie ein bisschen genießen, die kleine Erforschung des Raums und eurer Grenzen. Wenn wir jetzt gleich in die Breakouts gehen, dann ist da zum einen die Einladung, euch auszutauschen. Tobias, jetzt müssen wir mal, wenn wir auf die Uhr gucken, haben wir jetzt noch eine Viertelstunde, ne? Sollen wir das vielleicht? Ja, ich würde sagen, wir machen so eine Minute weniger, vielleicht 14 Minuten oder so. Ja. Und dann machen wir einfach einen relativ schnellen Abschluss am Ende. Und wenn wir dann ein, zwei Minuten überziehen, dann sieht uns das bestimmt jeder nach. Wunderbar. Wenn ihr jetzt in dem Breakout seid, dann würde ich euch bitten, dass kurz jeder einen einminütigen Check-in macht. Der Check-in ist diese kurze Bestandsaufnahme: Wie geht's mir jetzt? Körperlich, bin ich entspannt? Zwickt's irgendwo? Sind meine Füße kalt? Ohne Geschichte, ohne Story. Ne? Wenn du diesen Check-in für dich selber machst und merkst, okay, oh, mein Nacken ist verspannt, dann weißt du vielleicht, ja, heute Nacht mein Kissen lag unvorteilhaft. Ja? Das lassen wir weg. Also nur der reine Fakt, Nacken verspannt oder entspannt. Also körperlich, welche Gedanken gehen dir gerade durch den Kopf? Wo bist du energetisch? Ne? Energielevel. Vielleicht von 1 bis 10. Das könnt ihr selber ein bisschen steuern. Und was ich gerne machen würde, der beginnt, der sagt einfach, ich würde gerne meinen Check-in machen. Darf ich eure Aufmerksamkeit haben? Das ist wichtig zum Beziehungsaufbau und diesen Blickkontakt zu haben. Dann würde ich die anderen Teilnehmer bitten, kurz zu sagen ja und in die Kamera zu gucken, und derjenige, bevor er anfängt, der darf sich ruhig 5 Sekunden Zeit nehmen, um die anderen beiden aufzunehmen in sich und auch dieses Gefühl, was macht es mit mir, wenn ich Raum bekomme plötzlich. Ja? Das kann ein bisschen scary sein und Angst machen, ja? Wenn die Augen auf einem sind, aber es kann auch sehr schön sein, wenn die volle Aufmerksamkeit und Präsenz bei mir ist. Und dann einfach 30 Sekunden kurz sagen oder eine Minute, wie es dir geht. Am Schluss danke, und dann kommt der Nächste dran. Ja?
Und dann habt ihr noch Zeit, euch kurz auszutauschen über eure Erfahrung jetzt in der längeren Übung oder was auch immer. Also da seid ihr frei. Genau. Also ich hoffe, ihr geht vielleicht mit neuen Impulsen heute Nacht ins Bett und habt euch vielleicht jetzt auch ein bisschen, konntet euch mal anders wahrnehmen oder konntet euch gut austauschen mit den anderen. Das wünsche ich euch jedenfalls, dass da irgendwas Neues vielleicht jetzt sprießen kann. Und ich bedanke mich für euer Interesse und zeige euch zuletzt noch ein Buch. Das ist ganz nett für Kinder, das heißt Der große Schreck von Ahrens, Eiper und Nelius. Das ist ein Buch zur Psychoedukation für Kinder nach traumatischen Ereignissen. Und ihr könnt aber gerne bei Fragen, könnt ihr mir mailen. Auf meiner Webseite ist meine E-Mail-Adresse, ne? info@intopause.com. Falls es noch Fragen gibt, bin ich gerne, stehe ich zur Verfügung. Jetzt bedanke ich mich nochmal bei dir, Tobias, für diesen reibungslosen Ablauf. Und ja, und ich sage schon mal Tschüss und übergebe noch an den Tobias. Ja, vielen herzlichen Dank, Sabine, dafür, dass du auch noch für Fragen und Rückfragen zur Verfügung stehst und dafür, dass du diesen wunderbaren Abend gestaltet hast. Ich fand es ganz toll und wirklich, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Es ist immer wieder toll, was in so eine Stunde doch reinpasst, auch wenn man irgendwie merkt, ja, so Begrenzungen hat das auf jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut, dass wir dich eingeladen haben. Und ja, ich hoffe, dass wir dich auch an der einen oder anderen Stelle wieder begrüßen können, vielleicht in dieser Runde. Ja, wirklich schön. Dann sage ich noch ganz kurz was zur nächsten Woche, wie immer. Nächste Woche wird der Detlef Vogel aus der Schweiz bei uns sein. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Der ist an der Pädagogischen Hochschule Luzern und vor allem in Achtsame Schule Schweiz in der Initiative tätig, die auch die Achtsamkeitskonferenz 2018 organisiert haben. Und auch nächstes Jahr wird es wieder eine geben zur Achtsamkeit in der Schule. Und der Detlef Vogel wird was machen zu Beziehungsorientierung, Achtsamkeit und Kommunikation. Er wird auch so Modelle vorstellen, mit denen Sie ganz viel arbeiten, wenn es um Beziehungsorientierung geht in der Pädagogik. Also auf jeden Fall wieder ein ganz spannender Abend. So ein bisschen Detlef Vogel ist an der Schnittstelle, der arbeitet ja an der Pädagogischen Hochschule, aber auch viel in Schulen, in der Lehrerbildung. Von dem her wird das sicherlich sehr, sehr spannend. Freut mich, wenn ich euch wieder begrüßen darf nächste Woche und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend und eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss.